Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Physik-Kollegstunde. Heute zu dem Thema, welche Masse hat ein Atomkern? Wir haben bisher gelernt, welchen Radius ein Atomkern hat. Wir haben über Rutherford gesehen, dass überhaupt das Atom aus einem Kern und einer Atomhülle besteht. Und wir haben auch aus dem Rutherford-Experiment bereits den Schluss gezogen, dass der Massenanteil im Kern konzentriert ist, das heißt, die Atomhülle hat so gut wie keine Masse. Und jetzt schauen wir mal nach, wie groß eigentlich so eine Masse von so einem Atomkern wenigstens in der Größenordnung ist. Und dazu machen wir uns folgende Überlegungen. Wie gesagt, wir haben jetzt eine Idee und wir wissen, Atomkerne sind positiv geladen. Es muss so sein, weil das Atom insgesamt ja neutral ist. Und dann bedeutet das ja nichts anderes, als dass wenn die Elektronen in der Atomhülle konzentriert sind, also negative Ladungen, dann muss die gleiche Ladung positiverweise im Kern konzentriert sein. Also ist der Kern per se ein geladenes Teilchen. Und jetzt haben wir ja schon in der Elektrizitäts- und in der Elektromechanik gelernt, dass ein geladener Körper von Magnetfeldern in seiner Bewegungsrichtung beeinflusst wird. Das heißt, wenn es uns gelingt, Atomkerne zu bewegen und sie durch ein Magnetfeld zu schicken, dann können wir diese ablenken und durch dieses Magnetfeld wird nämlich auf das Teilchen eine Kraft vermittelt. Ja, das kennen wir über die UVW-Regel. Das war die mit Daumen ist Ursache, das war die technische Stromrichtung, der Zeigefinger war das Magnetfeld und der Mittelfinger ist dann die Kraft und die drei stehen aufeinander senkrecht, das haben wir auch schon gelernt. Und wenn eine Kraft die Ablenkung eines sich bewegenden Atomkerns dann eine Bewegungsänderung, also sozusagen Abweichung von der geradlinigen Bahn bedeutet, dann kann ich Folgendes mir überlegen, wenn ich also jetzt ein homogenes Magnetfeld nehme, das heißt ein Magnetfeld, das sozusagen gleichmäßig ist und überall die gleiche Kraft auf dieses Teilchen wirkt und ich schieße ein Proton oder einen Atomkern sozusagen in diese Magnetfeld ein und zwar so, dass es genau orthogonal auf dieses Magnetfeld trifft, dann beschreibt dieser Atomkern einen Kreis in diesem Magnetfeld. Und diese Kreisbahn, die kann ich praktisch beeinflussen und zwar mit der Geschwindigkeit. Der Radius dieser Kreisbahn, der hängt von der Geschwindigkeit ab, mit der also jetzt der Atomkern in das Magnetfeld eintritt und über die Newton-2-Beziehung, dass Kraft Masse mal Beschleunigung ist, kann ich dann sozusagen einen Schluss auf die Masse ziehen. Das ist die Idee. So, und jetzt sind die notwendigen Messungen, die ich machen muss. Ich muss irgendwie die Geschwindigkeit der Protonen messen, wenn sie in das Magnetfeld eintreten. Und dann muss ich den Radius der Kreisbahn messen. Und als letztes muss ich darauf achten, dass man, wenn man einen Strom von Atomkernen in dieses Magnetfeld leitet, weil einer alleine wird uns nicht ausreichen, dann müssen die alle präzise die gleiche Geschwindigkeit haben, weil sonst habe ich lauter verschiedene Bahnen und ich sehe nichts. So, das ist jetzt alles zwar sehr einfach gesagt, ist aber nicht einfach in der Umsetzung. Und zwar die Umsetzung ist der sogenannte Massenspektrograph. Und der sieht im Aufbau so aus. Wir haben hier eine Protonenquelle. Wir haben hier ein Magnetfeld und hier auch ein Magnetfeld. Dann haben wir hier einen sogenannten Wien-Filter. Der Wien-Filter, der ist jetzt dazu verantwortlich, dass die Teilchen alle mit der gleichen Geschwindigkeit hier diese Lochblende am Ende hier verlassen. Warum? Ich habe hier eine magnetische Kraft, die wirkt hier nach unten und die elektrische Kraft dieses Ablenkungskondensators geht nach oben und nur wenn die Elektronen, die Protonen eine richtige Geschwindigkeit haben, bleiben sie auf der geraden Bahn und können hier das Loch durchschreiten. Sind sie zu langsam, werden sie nach oben abgelenkt und scheitern an der Blende. Bei zu schnell werden sie nach unten abgelenkt und scheitern ebenfalls an der Blende, sodass man also eine ganz exakte Geschwindigkeit kriegt, mit der die also dann die Protonen in das zweite
Magnetfeld eintreten. Ich kann hier die Magnetfeldstärke und die elektrische Feldstärke messen und über diese zwei kann ich dann die Geschwindigkeit berechnen und das machen wir hier in Form von Detektoren. Also wie gesagt, es wird gemessen und direkt dann also ausgegeben. Jetzt haben sich vielleicht manche schon gefragt, warum spreche ich eigentlich von Protonen? Ganz einfach, wir schauen uns das einfachste Atom an, das ist ein Wasserstoffatom und das hat als Kern ein Proton. Und deswegen arbeiten wir hier mit Protonen und damit ich den Kreisradius ermitteln kann, habe ich hier unten eine Fotoplatte, die ist durch diese violette gerade dargestellt. Wenn dort praktisch dann das Proton aufschlägt, dann hinterlässt es einen schwarzen Punkt und dann kann ich über die Entfernung von der einen Ecke der Fotoplatte bis zu dem Punkt den Radius messen und über diesen dann eben, wie schon gesagt und erklärt, die Masse. Gut. Da hinten, wie gesagt, haben wir noch die Protonenquelle, wenn wir uns jetzt Protonen anschauen. Und das wäre es bisher, so wäre der Versuch aufgebaut. Und jetzt haben wir hier einen kleinen Film, da können wir sehen, wie das ausschaut. So, so schauen wir, wie das geschlossen ausschauen. Dann öffne ich den Deckel, dann sehe ich also hier diesen Ablenkkondensator, hier das Magnetfeld und ich sehe dann, letztendlich, dass ich eine Masse von 1,7 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm besitze. Das kann ich hier ablesen. Hier ist die Masse. Hier habe ich die Geschwindigkeit. Die Eintrittsgeschwindigkeit sind 1,4 mal 10 hoch 7 Meter pro Sekunde. Der Radius der Bahn ist 0,1 Meter, also 10 Zentimeter. Und daraus ergibt sich dann die Masse des Protons von 1,7 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm. Ja? Und das wäre dann das Ergebnis sozusagen. Wir haben also als Masse, die Größenordnung einer Atommasse ist 1,7 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm. Das hätte unser Experiment jetzt ergeben. Und damit kann ich eine Masseneinheit des Kerns definieren, weil die minus 10 hoch 27 immer mitzuschleppen, das ist sehr mühselig. Man nennt diese Kernmasseneinheit ein Unit und ein Unit ist jetzt ganz exakt 1,60554 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm. Und wenn ich mir das anschaue gegenüber des 1,7 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm, müssen wir doch sagen, dass unser Experiment von der Größenordnung her sehr gut hingekommen ist. Ja, das wäre es für heute gewesen. Ich habe mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr wieder bei einem nächsten meiner Videos mal wieder auf dem Kanal schaut. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit, macht es gut und ich freue mich auf ein Wiedersehen bei einem der nächsten Filme.